Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Will of the Wisps. Im letzten Part haben wir Mora vom Verfall befreit. Oder um genau zu sein, haben wir eigentlich ordentlich aufs Maul gegeben. Und haben... Was war das gerade? Oh. Und haben dafür das Licht, beziehungsweise die Augen des Waldes zurückbekommen. Wir können mit den Spinnen reden. Hey, cool. Es gibt so viele von uns. Aber Mutter sagt, dass sie keine Lieblinge hat. Es wäre ohnehin schwer, sich zu entscheiden. Wir sehen alle gleich aus. Okay. Na gut. Aber vielleicht habt ihr ja alle einen unterschiedlichen Charakter. Also das ist Bob. Der da hinten auf dem Stein, das ist der Dieter. Das hier vorne ist Laura. Oh, du bist ein bisschen größer als die anderen, ne? Ich glaube, du siehst aus wie siehst du aus? Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Sieht aus wie so ein Kevin. Und dann ist das hier ein Paul, der linke da. Und der rechte, den nenne ich Wilhelm, genau. Der da hinten, das ist bestimmt auch eine Die. Dann heißt die Caro. Oh, und du? Ah, mit dir kann ich reden. Die Dunkelheit hat uns umgeben. Wir erinnern uns an nichts anderes. Es gab immer nur die Dunkelheit und Mutter. Die Heiligkeit macht uns ein wenig Angst. Helligkeit. Eure Heiligkeit. Hattest du auch Angst vor unserer Dunkelheit? Ja, mehr. Ja, doch, ja. Doch, durchaus. Dann bist du. Lena. Du heißt Lena. So. Alle durchnummeriert, sehr schön. Oh, da ist noch jemand. Mutter sagte, sie habe das Tor versiegelt, um uns zu schützen. Etwas kam von oben. Es veränderte alle, die es berührten. Und es veränderte Mutter. Aber jetzt ist sie zurück, dank dir. Ha. Du kriegst keinen Namen, du bist der Namenslose. Der Namenlose. Ist die Dunkelheit jetzt eigentlich weg? Oder brauchen wir immer noch unsere Fähigkeit? Aua! Ist das eine Fledermaus? Das ist eine Fledermaus! Warte mal, waren diese Spinnen, die ich Spinnen genannt habe, die ganze Zeit Fledermäuse? Nein, oder? Also ich hoffe nicht. Das wäre sonst echt peinlich. Das wäre echt peinlich. Okay, wo sind wir denn jetzt? Ich brauche eine Karte. Wir sind hier bei dem Portal. Ich würde ganz gerne, eigentlich würde ich ganz gerne porten, aber im Endeffekt müssen wir noch hier die Lichter eigentlich einsammeln, deswegen, es wird porten wahrscheinlich trotzdem schneller, oder? Ja, doch. Wir porten. Aua! Das war mein Arsch, den brauche ich noch. Gut, einmal Gesundheit wiederherstellen, bitte. Dankeschön. Und einmal Porte nach hier oben. Zack, zack. Ab geht die Party. Wundervoll. Ja, die Spinnen sind eigentlich ganz niedlich so jetzt, ne? Also ohne die Dunkelheit und ohne die enorme Lust, mich zu töten, sind die mir richtig sympathisch eigentlich. Ja, war halt vorher nur leider nicht gegeben. Ist ein bisschen doof halt. Aber gut. Was will man machen, ne? Kann ich alles haben. So. Ich würde ganz gerne jetzt hier nochmal runter, genau. So, zack, zack. Hier weiter runter? Ja, weiter runter. Hier weiter runter? Ja, weiter runter. Und dann... der explodiert wieder. Fröhlich vor sich hin. Und dann sind wir auch schon da. Ups, auch. Bam, 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 bam. Da sind wir doch schon. So, strömt uns das jetzt bis nach oben diesmal? Nein. Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Hä, kann ich mich hier irgendwo festhalten oder so? Nein. Wie zur Hölle kommen wir da hoch? Ha. Da unten waren wir ja schon, ne? Ja, ja. Oh. Wir haben noch nie das Netz verlassen. Hier oben ist es anders. Nicht so dunkel, nicht so feucht. Wir vermissen unser Netz. Ja dann, geh doch wieder runter. Hält dich doch keiner ab, oder? Also ich jedenfalls nicht. Nee, gut, keine Ahnung, wie wir da ran sollen. Aber das Licht da unten können wir bestimmt mitnehmen. Ist es jetzt hier noch dunkel oder ist es nicht mehr dunkel? Es ist nicht mehr dunkel. Geil. Oh, aua. Oh, aua. Okay. Das Licht haben wir. 11.000, Leute. Weißt du was, bevor wir irgendwie Richtung Bauers Spitze gehen, oder Baru, oder wie auch immer wir ihn jetzt nennen wollen, aua, würde ich vorschlagen, gehen wir einfach mal zur Lichtung und holen uns da ein bisschen Upgrades ab, weil wir haben so viele Energie mittlerweile. So viel, ne, Dings und so. Das können wir mittlerweile einfach mal machen.
Wir können auch ein paar Fähigkeiten aufrüsten. Da immer die, wo so ein Plus dran ist, kann man aufrüsten. Und das heißt, wir können sogar die aufrüsten, die mehr Schaden pro pro Geisterlicht macht. Das heißt, wenn wir nicht alles ausgeben, würde es sich vielleicht sogar lohnen, den Scheiß auf die 6000 aufzurüsten. Aktuell sind es ja nur 3000. Na komm, geh hoch da. Danke. Wo ist denn die Lichtung? Die Lichtung ist da links. Ja, dann gehen wir da mal kurz hin. Also, ich gehe kurz Richtung Lichtung und dann sehen wir uns gleich auch wieder. Wobei, warte mal, ich brauche gar nicht schneiden. Was war denn eigentlich mit dir hier? Ach ja, okay. Ach ja, ja, wir sollen irgendwie mit Federn ja diese Karte bringen. Hä? Die hatte ich doch schon. Hä, die hatte ich doch schon. Die haben wir doch schon mal eingesammelt. Oder bin ich gestorben und wurde es nicht gespeichert? Ach was. Okay. Ja gut, ich habe immer noch keine Ahnung, wer die bekommen soll. Irgendwer mit Federn. Mir fällt dazu aber nur Tok ein. Also von daher, und Tok ist es nicht. Oh, ist er wieder bei dem Arsch, der nicht zielen kann, Alter. Ich krieg's kotzen. Meine Fresse. Der Typ ist echt so unfähig. Ich verstehe es nicht, wie er so unfähig sein kann. Boah. Immer derselbe Rotz mit dem. So, danke. Jetzt sind wir auch schon da eigentlich, oder? Was ist eigentlich das für ein Schild hier? Interessant. Ah, stimmt, da können wir ja jetzt lang. Was ist hier? Ups. Oh, hä? Ach was. Aha, wenn das nicht mein Lieblingsforscher des stillen Walds ist. Das ist das letzte Stück, das wir brauchten. Diese Karte sieht fantastisch aus. Jetzt kennen wir jeden Winkel. Jetzt werde ich mich nie verirren. Nicht, dass ich jemals dorthin gehen würde. Aber als mein Kartografielehrling erhältst du nun einen Rabatt auf alle Karten. Cool. Okay. Energiezellen offenbaren, Lebenszellen offenbaren, Geistersplitter offenbaren. Ja gut, ehrlich gesagt möchte ich das alles nicht sammeln, von daher ist mir das eigentlich egal. Gut, aber wir haben die Nebenquest abgeschlossen. Cool. Warte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass wir das gemacht haben, aber offensichtlich haben wir das gemacht. Von daher, was soll's. Hier, dir können wir helfen, weil wir haben noch ein paar Samen. Ich glaube, zwei Stück oder so. Dieser Zweig, du musst ihn von hier wegbringen. Siehst du nicht, es ist mehr Stein als Holz. Der Baum, zu dem er gehört ist, jenseits aller Hoffnung. Und er verbreitet sich schnell. Ach, das ist der Zweig, den wir von diesem komischen Wesen bei dem Baum bekommen haben. Ja. Sag bloß, der kann uns helfen, der Kollege hier. Einmal habe ich die Hälfte meines Blumenbits in dir gebrannt, um den kriechenden Stein abzutöten. Nimm ihn, bevor auch das neue Leben hier verdorben wird. Überbringe der Baumwächterin die schlechten Neuigkeiten. Aha, cool. Nice. Okay, okay, okay. Ja, ja, Samen. Ja, ja, ich hab. Drei Stück sogar. Krass. Also, Brunnenquell-Wildblumen. Bitteschön. Bekommen wir dafür eigentlich was, wenn wir dir mit den Samen helfen? Weiß ich nicht mehr. Kann sein. Auf jeden Fall bekommen wir eine schöne Lichtung. Das ist doch schon mal was wert, ne? Ja. Ja, ich habe noch ein bisschen mehr. Da, klebrige Angelegenheit. Okay. Ach, vielleicht sind da auch irgendwann Pflanzen dabei, die uns helfen, irgendwohin weiterzukommen. Das kann ja auch sein, ne? Ja, tatsächlich. Dieses Moos, an dem wir uns dann festhalten können. Ach, cool. Sehr geil. Gut, dann machen wir auch das dann noch. Was ist das hier? Freuden der Feuermotte. Okay. Ach, das sind diese hängenden Lampen, wo wir uns dann dran wegstoßen können, oder wie? Ja, perfekt. Das ist ja mega geil. Ja. Ey, das ist ja klasse. Dann kommen wir jetzt echt irgendwie viel weiter irgendwo hin als vorher. Hast du jemals eine Feuermotte gesehen? Wunderschöne, glühende Kreaturen. Sie können Lichtfingern nicht widerstehen. Aha. Interessant. Nee, danke. Ansonsten war's das. Okay. Neues Gerücht, was? Tulli fürchtet, er könnte einen Samen in seiner alten Hütte vergessen haben. Ja, da waren wir noch nicht, von daher passt schon. Da kommen wir doch irgendwann vorbei. So, du hast doch bestimmt noch ein paar Fähigkeiten für uns, ne? Oh, das hat uns gefunden, ja. Ist so. Es ist nicht leicht, mich zu beeindrucken, aber ich gebe zu, dich unterschätzt zu haben. Ich stehe zu deinen Diensten, wann immer es notwendig sein sollte. Oh, cool. Fähigkeiten verbessern. Ja, gerne, 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 gerne. Da unten können wir den Sauerstoff erhöhen, oder? Oh, atme unter Wasser. Was? Und so bin ich sogar. Oh, wie dumm, ey. Das hätte ich machen sollen, bevor wir zu den Luma-Seen sind. Ach, scheiße, weil jetzt kommt wahrscheinlich nicht mehr so viel Wasser. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ja, jetzt brauchen wir es eigentlich auch nicht mehr, weißt du? Ach, scheiß drauf, komm. Ach, wie blöd. Setz Gegner in Umkreise in Brand. Wirf einen Stern, der wieder zurückkehrt. Lass eine Geisterkugel stehen, die für dich angreift. Puh, ja.
Sprungangriffe mit Geisterschlag für seine Schockwelle. What? Okay. Stachel explodiert bei Treffer. Ach komm, wir machen das alles. Wir haben so viel Kohle. Wir machen das alles, ey. Wir machen das alles. So. Wobei, zu viel sollten wir auch nicht ausgeben, weil wir können ja noch die Geistersplitter aufrüsten. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, okay. Machen wir das auch noch. So. Wir könnten jetzt theoretisch alle Fähigkeiten hier kaufen. Das können wir uns leisten. Ist halt die Frage, ob wir das wollen. Ah ja, doch. Komm, wir holen das jetzt einfach alles. Wir machen das einfach alles voll. Zack. So. Naturtalent. Errungenschaft freigeschaltet. Gut. Jetzt haben wir das alles. Das heißt... Uns fehlen aber immer noch zwei Fähigkeiten. Das gibt's doch gar nicht. Lässt eine Geisterkugel entstehen, die für dich angreift. Okay, warte mal. Kann ich mal ganz kurz? Nein. Das wollte ich nicht. Ich kann keine Fähigkeit mehr verbessern, Bruder. Ich hab schon alles. Haha. Ich möchte es mal ganz kurz sehen. Das ist doch keine Kugel. Das ist ein Schmetterling. Okay, das macht auch nicht wirklich viel, ehrlich gesagt. Naja, gut. Was soll's. Was haben wir jetzt noch? Flamme. Setzt Gegner im Umkreis in Brand. Okay, das würde ich jetzt auch ganz gerne mal ausprobieren. Okay, auch ganz geil, aber auch mehr so eine spontane Aktion. Wirf einen Stern, der zu dir zurückkehrt. Okay. Das ist einfach so ein Fernangriffswurfstern. Naja, gut, okay. Wo jetzt der Vorteil gegenüber dem Bogen ist, keine Ahnung, aber egal. Wir haben's. Was soll's. Gut, dann würde ich jetzt ganz gerne... Genau, da können wir jetzt uns einfach langhangeln. Aha. Ups, hey. Danke. Ich wandere gelegentlich. Einmal bin ich zu den Lumasink gereist. Ist sehr schön dort. Hinter dem Brunnenquell gibt es ein großes Rad mit einer tollen Aussicht. Wenn du von oben auf dem Rad aus nach Westen gehst, findest du die Lumaseen. Ja, ich weiß. Ich war schon da, Kollege. Ich war schon da. Ach genau, wir haben diese Magnetkrimskrams gar nicht mehr aktiviert. Das mache ich mal gerade wieder. Denn wir brauchen das hier jetzt eigentlich gerade mal nicht mehr. Und dann machen wir stattdessen lieber wieder magnetisch an, wenn ich rausfinde, wo das war. Da, Magnet. Perfekt. So, und jetzt haben wir nicht mehr wirklich viel Geisterlicht. Das heißt, diesen extra Schaden können wir eigentlich auch rausmachen, weil bringt nicht mehr so viel. Ah, was haben wir hier? Oh, bei dem ist irgendwas Besonderes scheinbar, oder? Jeden Tag kommen neue Moki auf die Lichtung. Deswegen bitten wir Grom, die Lichtung zu verschönern. Wir würden es selbst tun, wir sind aber klein und spielen lieber. Ja, gut, klein ist eine Ausrede. Spielen lieber, naja. Ne? Ist jetzt nur so eine semi-gute Ausrede, würde ich sagen. Aber okay, was soll's. Ich verstehe euch ja. Aha. Was haben wir hier? Oh! Wo sind wir denn jetzt gelandet? Karte? Ach was! Ach was! Hier geht's sogar weiter! Hä? Ist ja perfekt! Ist ja perfekt! Oder? Hä, Moment. Geht's hier jetzt weiter? Das wäre ja viel zu einfach. Also viel zu passend. Oh, cool! Hack mit deiner Energiezelle? Mhm. Nee, hier geht's nicht weiter. Okay. Ja, macht aber nichts. Ist immerhin schon mal cool, dass wir hier so noch ein bisschen Kram finden. Ja, die Lichtung ist cool. Die Lichtung ist wirklich cool. Vor allem, weil man hier halt auch mit Fortschritt mehr machen kann dann so. Da links ist noch so ein Splitter, den hätte ich ganz gerne. Aber wir sollten aber zu dem Kollegen, der unsere Splitter aufrüsten kann. Der hat bestimmt mittlerweile einige coole Sachen. Ah ja, da kommen wir jetzt dank dieser komischen Laternen hin. Genau, perfekt. Nein. Nicht so, sondern so. Ja, und was ist das hier? Kopfgeld. Damit lassen Feinde mehr Geisterlicht fallen besitzen, aber mehr Gesundheit und verursachen mehr Schaden. Okay. Naja, das ist so eine Sache. Gegner besitzen 70% mehr Gesundheit. Alter, das ist ja fast doppelt so viel. Und verursachen 70% mehr Schaden. Was? Nee, lass mal nicht. Also da kann man so einen richtigen Kamikaze-Modus machen, ne? Wenn man hergeht und hier diesen Scheiß aktiviert mit Kopfgeld, 70% mehr Schaden. Dann macht man den hier, Energiekosten 50 runter, aber 100% mehr Schaden. Dann macht man zusätzlich noch den hier, 50% mehr Verursachter und erlittener Schaden. Dann sind wir bei 185% mehr Schaden. Da kann man sich so einen richtigen Hard-Mode kreieren. Alter Vater, das ist schon nicht ohne. Okay, so, hier können wir jetzt auch lang. Dank dem Moos können wir uns auch festhalten und so weiter. Ja gut, viel Licht ist hier ja nicht. Das lohnt sich ja kaum. Aber hey, man hat's. Okay. Gut. Na Grom, mit dir können wir doch auch mal was machen, oder? Hey Geist, hab gehört, du hast noch ein Irrlicht vom Licht der alten Weide gefunden. Irrlichter und Geister, die Nieven durchstreifen. Hätte nie gedacht, dass ich das mal erlebe. Hier geht's wirklich langsam bergauf und nicht nur auf dieser Lichtung.
Ja, ein bisschen Goldig jetzt haben wir. Und das reicht sogar. Ja, perfekt. Räume den Höhleneingang. Was? Eine Höhle? Der Eingang zur alten Höhle sieht aus, als würde er bald zusammenbrechen. Aber wir Gorlek haben bei unserer Flucht in die Mine das ein oder andere über den Tunnelbau gelernt. Mit ein wenig Ernst kann ich ihn reparieren. Ja, okay. Machen wir mal. Machen wir doch glatt. Ich glaube, es wird jetzt eher so ein Part, wo wir ein bisschen, naja, so die Kleinigkeiten erledigen. Aber muss auch mal sein, Leute. Muss auch mal sein. Höhle ist sicher und kann erkundet werden. Also zumindest der Eingang ist sicher. Sei vorsichtig da unten. Okay, das ist interessant. Jetzt haben wir hier irgendwie eine Höhle, die wir erkunden können. Cool. Ach, das ist der, der vorhin sagte, Spinnen sind gruselig. Und jetzt sagt er, ist einer begegnet, die sind gar nicht gruselig. Oh, das ist so süß. Ich mag die Moki. Die sind so süß. Oh Mann, die sind so cool. Die sind super. Ja, das ist eine gute Hütte. Ein gutes Zuhause. Meine Familie wird ja glücklich sein. Ach stimmt, wir sollten ja seine Familie suchen. Ja, aber keine Ahnung. Habe ich noch nicht gefunden, ehrlich gesagt. So, Twillen, was hast denn du so? Möchtest du vielleicht einen Geistersplitter verdrehen? Oder veredeln? Ja, verdrehen, genau. Ich möchte ihn verdrehen. Okay, so viel hat er gar nicht mehr. Eine zusätzliche Lebensmittel. Ja, nee, eigentlich nicht. Ich würde lieber ein paar verbessern, die wir schon haben. Kostet auch nicht so viel, das ist gut. Weniger erlittener Schaden können wir aufrüsten, theoretisch. Aber naja. Was haben wir hier unten? Das sind viel zu viele, die geisterlich Kugeln fallen. Nee. Das ist halt ziemlich cool, ne? Maximal 6000 Geisterlicht, aber jetzt haben wir halt nicht mehr so viel. Das ist halt das Problem. Das lohnt sich jetzt für uns eigentlich gar nicht mehr. Kugeln fliegen aus großer Entfernung auf Uri zu. Das können wir eigentlich mal machen. Wobei uns auch das nicht so viel bringt. Ja gut. Oh! Schussangriff verursacht mehr Schaden und stößt weiter. Das ist gut. Damit kann man dann wieder ein bisschen hin und her tricksen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Okay, weniger erlittenen Schaden machen wir aber erstmal, glaube ich. So. Und dann machen wir vielleicht noch 20% Bonusschaden. Also 20% Chance auf Bonusschaden. Oder... Ja, den machen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Nee. Ich glaube, wir machen noch das da. So. Jetzt sind wir wieder pleite, Geier. Damit, ist die Sache erstmal durch. Ach. Ach ja. Seit wann können wir diese Stampfattacke? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Oh, hallo. Ich bin aus dem Moor hierher gekommen, weil ich gehört... Ach so, ja, genau. Du willst aber im Dunkeln lieber sein, ne? Ah, nee, du willst einen Hut. Ja, genau. Ja, ich habe keinen Hut. Ist das die Höhle jetzt, die freigeschaltet wurde, oder wie ist das? Oh, wow. Sieht ziemlich heiß aus hier unten. Ah, okay. Einfach ein bisschen Gorlek erst, was hier rumchillt. Auch gut. Nehme ich natürlich gerne mit. Und sonst ist hier nichts. Okay. Wo war denn jetzt diese Höhle, von der Dings geredet hat? Grom. Vielleicht halt ein Wächter Winterschlaf? Vielleicht schläft Bau deshalb immer fort. Ich wollte auch mal Winterschlaf halten, aber mein Freund hat mich mit einer Feder gekitzelt. Ah! Ha! So kommen wir bei dem Drecksbären weiter. Ja, sieh mal an. Das ist interessant. Oh. Das ist auch interessant. Dankeschön. Nehmen wir mit. Ob wir hier noch ein bisschen mehr Erz finden? So, vielleicht, dass es direkt ausreicht, um das nächste Projekt zu machen? Nee, ich glaube nicht, weil dafür brauchen wir 8 Erz. 8 Erz ist schon relativ viel. So, was ist hier noch? Ah, oh, ah, oh, ah, oh, oh, ah. Jawohl. So, wir brauchen jetzt alles geistig, was wir kriegen können. Mit dir haben wir schon geredet, oder? Oh, nee. Ich grüße dich, Geist. Nicht jeder kann wie Mock der Mutige sein, aber du kannst deinen Mut unter Beweis stellen. Er befindet sich tief in den Mitternachtshöhlen. Ein Schrein, der den Mut jener testet, die sich dorthin wagen. Ich würde selbst gehen, aber an meinem Mut besteht kein Zweifel. Ja, nee, ist klar. Schrein in Howls Bau. Oh, tatsächlich. Da waren wir sogar noch nicht mal. Aber da können wir uns direkt hinporten. Wisst ihr was, das machen wir noch zum Abschluss von heute. Ach du Scheiße, was geht denn jetzt hier ab, ey? Da oben ist eine Lebenszelle. Huh? Entspannt, Leute. Zack, ein Leben mehr. Ey, ist ja mega krass. Wie viel Leben haben wir mittlerweile? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Boah, was zum Teufel? Oh, so sollte man eigentlich da rankommen. Ups. Ja gut. Dreiersprung geregelt, würde ich sagen. Aber passt schon. Das war so nicht geplant. Passt schon.
Oh, hä? Haben wir die schon eingesammelt? Hä? Noch einer. Okay. Schüsse mit dem Geisterbogen treffen auch Feinde in der Nähe. Was? Übersprung. Das heißt, wir treffen einen Gegner und dann geht's weiter zum nächsten Gegner, oder wie? Das klingt tatsächlich ziemlich geil. Okay. Wir müssen auf jeden Fall mal hier ein bisschen an unserer Ausrüstung arbeiten, glaube ich. Ja, egal, lassen wir erstmal so. Passt schon. Ja gut, wo war jetzt diese Höhle, von der geredet wurde? Ich weiß es nicht. War die jetzt hier links irgendwie? Ne, aber hier links ging es doch schon weiter. Nicht da, sondern da oben. Eigentlich ging es da schon weiter, dachte ich. Ja, ja, hier geht's schon wieder raus. Hä, wo war denn jetzt diese Höhle? Karte? Ah! Ah! Da. Ach, und das war sogar, wo wir von dem Moki schon wussten, dass da irgendein Andenken war. Aber wir konnten bisher nicht in die Höhle rein. Und jetzt können wir da rein. Ah, I see. Ja, 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 genau, da waren wir schon mal. Da waren wir schon mal, aber konnten da nichts machen. Jetzt können wir. Jawohl. Dann rein da. Oh, hier gibt's keine Karte. Okay. Oh! Das ist die Art von Dunkelheit, die uns umbringt. Okay. Ich wusste nicht, dass uns jede Art von Dunkelheit umbringt. Ich dachte nur da, wo die Spinne ist, aber nein. Ist ja auch gut, dass wir das jetzt erst machen, weil vorher konnten wir das gar nicht machen. Mega cool. Ja, wir können auch unter Wasser atmen jetzt, dank der ganzen Fähigkeiten, die wir haben. Ey, ist schon krass. Ist schon mega cool, wie man so Stück für Stück immer mehr Fähigkeiten bekommt und die einem auch so viel weiterhelfen. So, warte mal, was da unten? Nichts? Na, sieht nicht so aus, okay. Ah, ein Samen, geil. Nee, doch nicht, hä? Herzförmige Eichel. Ach stimmt, das war ja das für den Moki, genau. Das geben wir dem wieder. Machen wir. Gar kein Problem. Da hoch würde ich aber noch ganz gerne. Warte mal. Das können wir, glaube ich, so machen. Jawohl. Bam. Und zack. Okay. Ich würde ganz gerne auch wissen, ob da rechts was ist. Nein, da ist nichts. Okay. Alles klar. Dann sind wir auch schon wieder durch, oder? Oh ja, das war eine kurze Höhle. Das ist ja entspannt. Ist hier oben noch irgendwas? Nein. Okay. Gut, dann wieder raus da. Auf, raus. Hallo? Danke. Dann kriegt der Moki diese Eichel wieder. Meine Eichel, du hast sie gefunden. Ich werde sie nie wieder loslassen. Gern geschehen. Dankeschön. Großes Geistergefäß. Ja, ich weiß. Danke. Danke, danke. Gut. Wieder ein Moki glücklich gemacht. Das ist doch schön. Ah, und hier können wir jetzt auch lang. Stimmt. Ich erinnere mich, das war ja noch... Warum habe ich das Licht da oben schon? Hä? Ich war doch hier noch nicht, seit wir diesen Bohrer haben. Hä? Wieso habe ich das denn schon eingesammelt? Beziehungsweise wie habe ich das schon eingesammelt? Was? Das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Okay. Interessant. Hier unten war noch was, ne? Bei dem Moki. Ich glaube, da war auch noch so eine Art von, Sand. Hast du euch noch was zu sagen? Ach, jetzt will er dieses Papier doch plötzlich. Ich wusste, es war für den. Es wurde nur nicht gespeichert, dass wir dieses scheiß Stück Papier hatten. Was ein Scherz. Was ein Scherz. Ich wusste, dass es für Tok ist. Ja, ich bin wahrscheinlich echt kurz danach gestorben und es wurde nicht gespeichert, dass ich diesen Typen angesprochen habe. Oh, wie blöd. Oh, Mann. Sag mal, was hast du da für ein Stück Papier? Rechts, diese klaren, gepunkteten Linien, dieses auffällige X. Das ist eine Schatzkarte. Hier, ich tausche meinen Wanderbeutel dafür ein. Etwas sagt mir, ich werde eine größere Tasche brauchen. Ah ja. Okay, kleiner benutzt sich bei Abenteuern. Finde eine angehende Abenteurerin, die eine kleine Tasche gebrauchen könnte. Wer war das denn? Nein, welcher Moki war das? Irgendeiner wollte eine Tasche. Fuck, welcher war das? Ich weiß es nicht mehr. Nein, mit dem haben wir schon geredet. Oh nein, welcher war das denn? Shit. Der Typ da oben links wollte einen Hut. Oh, ich weiß es echt nicht mehr, Leute. Damn it. Oh, die Statistiken. Wollen wir noch ganz kurz die Statistiken ansehen? Ich habe gesehen, was Schrik deine Freundin angetan hat, Ori. Tut mir aufrichtig leid. Ich glaube, Ku hat sich an irgendwas erinnert. An etwas, das sie hasst. An was? Das, was sie früher mal war, vielleicht? Sie war auch einmal klein, verletzlich. Daran möchte sie sich nicht erinnern, Ori. Aber etwas hat sie nicht gesehen. Ku ist stark. Ich weiß es, ich habe zugesehen. Ja, wahrscheinlich. Das ist so ein richtiger Stalker, Alter. So, der kommt aus so einer Hecke gesprungen, immer voll, weiß über alles Bescheid. Der Typ ist so ein richtiger Stalker, Alter. Oh, man.
Ach, die Scheiße. 59% haben wir das Spiel schon durch. Oder was heißt schon? Erst eigentlich, weil tatsächlich haben wir für den ersten Part unter 10 Stunden gebraucht, weit unter 10 Stunden, und haben nur 12 Parts gehabt. Also, ja. Oder waren es unter 10 Stunden? Ich war egal. Auf jeden Fall hatten wir nur 12 Parts für den ersten Part, für den ersten Teil. Das ist also schon bei weitem weniger. Regenerierte Gesundheit, uiuiui. Oh. Hier sind immer noch zwei Dinger, die wir überhaupt nicht freigeschaltet haben. Interessant. Ha. Entdeckte Fähigkeiten, ja, zwei Stück fehlen uns noch, stimmt. Hm. Uns fehlen doch immer noch 6 Lebenszellen. Was? Krass. 38 Stunden waren wir schon in der Luft. Was? Hä? Nee, es müssen Minuten sein. Hä? Nee. Eigentlich müssten es Stunden sein, aber das muss ein Bug sein. Das kann ja nicht sein. Ich war ja keine 38 Stunden in der Luft, wenn ich 11 Stunden Spielzeit habe. Hä? WTF? Was ist das denn für ein Bug, Alter? Geil. Warst du der Abenteurer? Nee, ne? Nee, warst du nicht. Ach, dammit. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich cutte euch das mal ganz kurz. Vielleicht finde ich den Abenteurer-Moki noch. Und schneid euch das dann kurz rein. Bis gleich. Ah, da kommen wir rein. Ah, entspannt. Das nehme ich doch gerne mit. Dankeschön. Jetzt habe ich irgendeinen Moki ausgeraubt wahrscheinlich. Sorry. Aber ich brauche das. Und weiter geht die Suche. Ach stimmt, von wegen hochspringen. Jetzt können wir da ran, ne? Ja, klar. Okay. Auch nochmal das mitgenommen. Sehr schön. Ah, und dadurch können wir jetzt auch, richtig. Oh, eine Lebenszelle. Ja, moin. Die nehme ich doch gerne mit. Hallo? Kann ich da? Super. Ja, Lebenszelle, ich weiß, danke. Ach, ist das da oben ein Kristall, den wir mitnehmen können? Nö, nicht, hä? Ah, aber hier ist einiges an Geisterlicht in der Einrichtung. Oh, aber richtig ordentlich, cool. Interessant. Dann nehmen wir das doch alles mit, würde ich sagen. Ja, perfekt. Hm. Okay. Hä, wo landen wir? Oh! Hä? Haben wir hier schon? Du hast Glück, für gewöhnlich ist die Suppenschlange sehr lang. Manchmal reicht sie bis nach Grom. Aber die Suppe ist es wert. So warm und cremig. Waren wir hier schon? Oh nee, waren wir glaube ich nicht. Cool. Ah, du musst Ori sein. Willkommen, willkommen. Was für eine Ehre, ein Geist hier in meiner Küche. Oh je, ich entschuldige mich für die Kälte. Bitte setz dich doch an einen warmen Fleck ans Feuer. Ich bin die Kälte gewöhnt. Der Verfall hat meine alte Heimat in Baus Spitze schon vor langer Zeit eingefroren. Außerdem schwimmen in den verschiedensten vereisten Gewässern die leckersten Fische, wenn man denn nur unter das Eis gelangen kann. Jeder Besucher kann sich auf ein wenig Wärme und einen vollen Bauch freuen. In diesen dunklen Zeiten ist das Mindeste, was ich tun kann. Aha. Oh, aua! Oh, okay. Das ist heiß, ja? Davon hätte man ausgehen können. Interessant. Okay, was ist das jetzt hier? Wo kommen wir denn jetzt hin? Ah, Baus Spitze! Hä? Ach was! Hier müssen wir doch sogar hin! Leute, ich habe aus Versehen den Weg gefunden, wie es weitergeht. Oh, und da ist noch was, warte mal. Hä, wie komme ich denn da ran? Moment, aua! Wie komme ich denn da ran? Hä? Das ist ja interessant. Ja, Moment. Nee. Nein. Nein. Okay, hä? Ja gut, da geht's weiter, nehme ich an. Das ist, Das ist interessant. Dann wüsste ich jetzt nur noch ganz gerne, wo der blöde Moki ist, dem ich die Tasche geben soll. Tja, Leute, ich konnte zwar den Moki nicht finden, der diesen blöden Rucksack haben möchte, aber vielleicht begegnet er uns noch irgendwann, das macht ja nichts. Erstmal können wir jetzt zu der Baumwächterin hier gehen.
und ihr mitteilen, dass ihr Baum hinüber ist. Tja, dumm gelaufen. Unter hellen Monden wachte ich über zahllose Bäume hier und sah, wie sie wuchsen. Nun sind die Nächte dunkel und ich wache über nichts. Nur das ist doch übrig, der einzige Samen meines letzten, ja, Baumes. Ich kann nicht zusehen, wie auch er dem Verfall zum Opfer fällt. Du bist zurückgekehrt. Nimm ihn als Dank für deine Hilfe, auch wenn sie zu spät kam. Klar, gerne. Okay, cool. Den können wir dann auf jeden Fall zu Viral oder wie der Typ hieß bringen. Machen wir, gar kein Ding. Dann porten wir uns direkt wieder da hoch. Und dann, ich habe euch versprochen, als letztes machen wir noch diese Mission da unten, ne? Diesen Schrein, diesen Kampfschrein, von dem uns der Moki erzählt hat. Das ist auch gar kein Problem. Den packen wir noch ans Ende des Parts. Nervt mich, dass ich diese Sache mit dem Rucksack nicht erledigen konnte, aber was will man machen? Mal geht's nicht. Jetzt geht's halt gerade nicht, dann ist es halt so. Was soll's. So, Kollege, wo bist du noch gleich? Ne, hier bist du nicht, da bin ich falsch. Oder warte mal. Ne, ne, passt. Okay, alles klar. Das. Nein! Ah! Goddammit! Come on. Hoch da mit dir. Dankeschön. Nein, nein, du bist. Nein, nein. Okay. Passt. Alles klar. So, wir machen uns rüber zu dem Kollegen. Da ist er doch. Tulli heißt er. Oh, wie komme ich auf Viral? Ah, egal. Ja, ich habe einen Samen gefunden. Ah, jetzt fehlt nur noch ein einziger. Okay, das ist jetzt der letzte Samen. Ja, nee, ist klar. Ich erkenne diesen Samen. Es scheint, dass der Baum, den ich nicht retten konnte, noch nicht endgültig verschwunden ist. Stimmt. Jetzt nur die Frage, was bringt der uns? Bisher haben uns alle Samen irgendwie was gebracht. Mal schauen, was der uns bringt. Eine neue Fähigkeit! Was? Als ob! Wie krass! WTF! Er stammt von einem uralten Baum, der schon ewig vor uns existierte. Und jetzt, da er eingepflanzt wurde, wird dieser Baum noch lange Zeit bestehen. Yo! Was? Eine neue Fähigkeit! Einfach so! Krass! Gib her! Wo ist der Baum? Hier oben in der Mitte, oder? Ja, da! Und da ist jetzt auch Key. Die war vorhin auf der Karte schon hier eingezeichnet. Ich habe die gesucht, weil ich dachte so, hä, die steht doch gar nicht hier. Wo ist die denn? Und konnte sie nicht finden. Jetzt weiß ich, wo sie ist. Deinesgleichen ging und meine Bäume fielen langsam, einer nach dem anderen, in Verfall zum Opfer. Doch du bist zurückgekehrt und hast ja ein Zuhause gefunden. Ah, sicherer Boden für den letzten Samen. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung auf ein neues Leben. Vielleicht wird aus dem letzten Samen der erste Baum. Oh mein Gott, wie geil! Was ist das für eine Fähigkeit? Ahnenlicht. Das Licht der Ahnengeister macht stärkt dich. Alle Angriffe verursachen jetzt 25% mehr Schaden. Jo! Wie geil! Muss ich das ausrüsten oder ist das einfach da? Das ist einfach da, oder? Ich glaube schon. Wie krass! Wie krass! Wir haben einfach 25% mehr Schaden, einfach so! Yo! Mega gut! Shit, ist das geil! Okay, Leute, machen wir! Das ist doch nice! Das ist doch richtig geil! Dann porten wir uns jetzt noch kurz zu dem Kampfschrein hier unten. Da war der, so. Genau. Da soll es ja noch was geben. Dann machen wir uns da gerade hin. Und dann beenden wir den Part auch. Aufnahme ist schon wieder ziemlich lang. Du weißt nicht, wie lange der Part jetzt nachher wird. Ich habe ziemlich lange rumgesucht. Wahrscheinlich wird der Part nicht so lang jetzt, aber eine halbe Stunde oder was haben wir bestimmt. Passt schon. So, warte, hier runter. Ich weiß immer noch nicht, seit wann wir diese blöde Stampfattacke haben, aber hey. Gut, 25% mehr Schaden haben wir ja jetzt, Leute. Von daher ist das gar kein Problem mehr. Ich sollte mal das Licht wegmachen. Das Licht brauchen wir nicht mehr. Stattdessen hätte ich lieber wieder gerne den da. Dann, auf geht's. Lass uns kämpfen. Ach, ihr seid das. Bam. Bam. Oh, die Eichhörnchen auch. Die Eichhörnchen auch. Gar nicht erst rumspringen lassen, die Viecher. Direkt ausschalten. Jawohl. Ja, mit 25% mehr Schaden ist echt kein Problem. Also, das kann man schon mal ordentlich machen. Oh nein. Du willst das gar nicht tun. Vielleicht willst du es doch tun. Ist mir aber egal. Aua. Drecksack. Nein. Ganz sicher nicht. So. Oh, Flügelvieh. Na, ist egal. Schon ausgeschaltet, brauchen wir gar keine Verbesserung für. Alter, wie der um sich rumtanzt, ne? Du kriegst deine Klatsche schon auch noch, keine Sorge. Richtig fett auf den Arsch, Alter. Da, mit dem Vorschlaghammer.
Ja, gar kein Problem. Wir sind so overpowered mittlerweile. Da ist das gar kein Problem mehr. Ja, kommt runter. Auf geht's. Traut euch. Bam. Eins. Die Ultra-Fliegenklatsche, Alter. Ich liebe es. Bam. Oh, warte. Oh, warte. Bam. Bam. Zack. Ah, nee. Ach, hier sind sogar welche dabei, die sind ein bisschen stärker. Die halten mehr als einen Hit aus. Bats. Episch. Oh, es geht noch weiter. Feuereichhörnchen. Das hier dürfte auch der letzte Schrein sein, oder? Ich glaube, es ist der letzte Schrein. Zack. Bam. Double Kill. Und noch das Boss-Eichhörnchen. Machen wir auch noch weg. Zack. Problem gelöst. Und damit... Ja, tatsächlich. Errungenschaft freigeschaltet. Zum Platzen voll und heller Schrein. Ja, wir haben sie alle. Perfekt. Das ist die letzte Splitterplatzverbesserung und jetzt überlege ich mir, was ich da reinpacke. mehr Bonusschaden. Das ist natürlich eine Idee. Der Ultrastoßangriff wäre auch eine Idee. Ah, oder das da rein? Ich weiß nicht, was haben wir denn hier eigentlich noch alles? Das ist eigentlich mittlerweile relativ unnötig, oder? Ach, den Magnet wollte ich doch eigentlich aufrüsten, oder? Habe ich nicht gemacht. Dumm gelaufen. Was soll's. So, gut, dann können wir eigentlich auch schon wieder zurück. Oder ist hier noch irgendwas in der Nähe, was wir jetzt noch gerade mitnehmen können? Da links ist schon Ende. Nö, hier haben wir eigentlich alles. Wobei wir im Tintenmoor erst 82% haben, hä? Okay. Ach, das ist auch noch alles Tintenmoor. Ufer zufolge befindet sich das Wissen zur wahren Meisterung der Geister von irgendwo unweit der Mitternachtshöhlen. Oh. Oh. Wisst ihr was, Leute? Bevor wir noch... Bevor wir dann zu Baures Spitze gehen, vielleicht nehmen wir uns das mal vor. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Hier, da ist ein Portal. Dann gehen wir doch direkt dorthin. So. Und dann holen wir uns das noch, weil dann... Wir gehen ja dann gleich zum letzten... Oder im nächsten Part dann. Oder vielleicht im nächsten Part. Ich weiß nicht genau. Gehen wir dann zum letzten Irrlicht bei Baures Spitze. Und dann wollen wir ja so stark sein, wie nur irgendwie möglich fürs Finale, oder? Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir im nächsten Part nochmal ganz kurz diesen Teil hier, den wir noch nicht erforscht haben. Und das da unten, das Gerücht von Ofa mit dem Wissen der Geister. Vielleicht macht uns das noch stärker, jetzt wo wir schon alle Fähigkeiten haben. Wer weiß. Was haben wir da noch? Ach, eine Energiezelle haben wir auch noch. Vielleicht nehmen wir die auch noch mit. Mal schauen. Ja, machen wir so. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Aber um nichts zu verpassen. Und dann geht's morgen direkt weiter da unten im Tintenmoor. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.